Material fürs nächste Jahr. So schaut's aus. Können wir uns gleich genau anschauen. Auch die Stecken müssen dann anders sein. Du, und ich bin gespannt, neben diesem traumhaften, traditionellen Outfit, ob da nicht noch irgendwas drunter ist. Der hat einen unglaublich breiten Brustkorb. Na, ich sag's dir, ich habe ihm oben zugeschaut, wie er runtergefahren ist zum Start. Und wenn er jetzt alle Tore schafft, dann ziehe ich den Hut. Wo ist die Zeitnehmung? Wo ist die Zeitnehmung? Schau. Also, es ist unglaublich gute Stimmung oben am Start. Das war jetzt am Mord gerade oben von weggefahren. Schau. Da, natürlich. Ah, da hat er noch ein paar Sachen dabei. Das rote Trikot kriegt Günther Hujara. Hans Pieren war da dabei. Ja, also mit diesen Skiern über eine Weltcup-Strecke, auch wenn das Frühlingsschnee ist, Hut ab, da musst du hervorragend Skifahren können. Also den Zielhang, den überlebt er heute nicht. Das sage ich dir, da wird es ein Runterwickeln mit diesen Skiern. Ja, da steht Gott sei Dank einer mit rettenden Armen. Ja. Da ist ein norwegischer Trainer, glaube ich. Ein bisschen was möchte ich ganz gern dazu sagen. Über 18 Jahre auf Weltcup-Niveau ist dieser Bursche, der 37 Jahre alte Schweizer, der am 29. Dezember 1993 in Bormio bei der Abfahrt auf der Stelvio sein Weltcup-Debüt gegeben hat. Damals ist er Vorletzter geworden. Tja, da wird der Didier auch gefeiert oben auf der Tenne. Danke Didier wird gesungen. Die Zilla Dolamander heißt die Band. Die spielt da auf für den Didier, tut auch nicht. Schau mal, der ist noch immer unterwegs. Die hätten ihm wahrscheinlich noch einen Platz am Freitag unten im Pool. Ja, also, vor über 18 Jahren in Bormio, Vorletzter in der Abfahrt und in der Zwischenzeit 21 Weltcup-Siege, im Gesamtweltcup Zweiter in der Saison 2010, 2011. Verteilt er jetzt hier also Trikots mit seinem Konterfei drauf und ist erstmals zu Boden gegangen. Aber ja, er schlägt sich wirklich wacker, er ist schon Bahnwald. Der gelernte Metzger. Ja, Schwolz hat er. Viermal Abfahrts-Weltcup-Sieger, einmal Super-G-Weltcup-Sieger, einmal Riesentorlauf-Weltcup-Sieger. Und seinen ersten Weltcup-Sieg hat er übrigens dort gefeiert, wo du auch jubeln durftest. In Kitzbühel. War sein erster. 23. Jänner 1998, den letzten. Jetzt biegt er dann ein in den Zielhang. Jetzt bin ich da wirklich gespannt. Er hat sich was vorgenommen hier. Das war einmal beim Slalomstart vorbei da oben. Aber jetzt ist er schon im Zielhang herinnen. Was fährt Didier Küsch an den Head, oder? Der fährt Head-Ski. Ja, ein bisschen was hat sich schon dann in der Zwischenzeit, gell? Ja. Kann man sagen. Ja, also da runter, Hut ab. Hat der überhaupt keine Stahlkanten drauf, oder? Ja, es sind so geschraufte Kanten drauf gewesen, was ich gesehen habe. Jetzt haben wir ein bisschen aufgrenzt, der ist ja oben schon zum Start hinzogen. Ja. Der wird heute müder sein als nach jedem anderen Weltcup-Rennen. Also unglaublich, dass er das schafft, über den steilen Hang mit den Holzbrettern runterfahren. Letzter Weltcup-Sieg, das wollte ich noch schnell sagen. Super-G Grand Montana im Februar diesen Jahres. Also er hat doch heuer wieder gewonnen. Er hatte die Chance auf Abfahrtskristall. Und da sind sie. Unten alle Mario seine Reiter. Fans. Mario Reiter. Ja, gewonnen. Jetzt ist er tatsächlich im Ziel und jetzt braucht es diesen Luftzaun, glaube ich, da. Nein, nicht einmal. Ja. Eine großartige Karriere geht in diesem Augenblick zu Ende. Das letzte Rennen ist die Didier Küsch. Funktioniert nicht. Schauen wir mal. Ja, Ski jetzt bin ich gespannt, ob er das im Griff hat. Bei der alten Bendung. So. Rainer Salzgeber, sein Head-Rennchef, verneigt sich. Und jetzt geht's weg. Jetzt geht's weg, sagt er. Geht's weg. Jawohl. Bravo. Bravo, Didier Küsch. Und vielen, vielen Dank für viele tolle Rennen und tolle Stunden mit diesem Ausnahmeathleten. Eine olympische Medaille, Silber im Super-G von Nagano, 4 WM-Medaillen, darunter Gold im Super-G von Val d'Isère 2009. Er ist der älteste Weltcup-Sieger in der Geschichte. Schau mal, was sich da tut. Schau, wie es die herbirgt, schau. Ja. Aber es sind so schraufte Kanten oben, aber eine Sensation, dass der mit diesen Teilen da über den Zielhang runterfällt. Sein 358. Weltcup-Rennen war das heute. Wahnsinn. Danke, dass ich das noch machen durfte. Und ich bin lieber mit dem Material von jetzt gefahren als den damals. So, wir wissen schon, die Idee, bitte, bitte, stopp!
SV-Präsident Schirksnadel ist da. Didier Küsch hat sich Kitzbühel ausgesucht heuer, um dort offiziell seinen Rücktritt vom Spitzensport bekannt zu geben, weil er dort so oft gewonnen hat. So, jetzt zum Rennen. Hier kommt Ted Ligety, der also Startnummer 1 hat hier in der Entscheidung und damit die bestmögliche. Hoffentlich hat Didier Küsch nicht zu viel angerichtet. Und jetzt, meine Damen und Herren, sehen wir eine Premiere. Ted Ligety hat mir oben noch verraten, er fährt mit den Ski für nächsten Winter, also mit einem nächstjährigen Modell. Das heißt, er ist 5 cm länger wie der jetzige, hat weniger Taillierung, nur 35 Meter und schaut trotzdem cool aus, oder? Ja. Riskiert er damit eigentlich eine Disqualifikation? Darf er das jetzt schon in dieser Saison? Nein, er ist im Regular drin. Es geht sich ganz knapp aus, was ich im Kopf habe. Das müsste passen, das ist ihm egal. Der probiert das einfach und demonstriert uns heute, wie das nächstes Jahr dann ungefähr ausschaut. Also, so schlimm, wie es immer gesagt haben, ist es nicht. Wir haben jetzt leider keinen Vergleich zur Fahrt von Didier Küsch. Das wäre nicht uninteressant, denn Ligety hat 11 Sekunden Rückstand aus dem ersten Durchgang. Genau. Wird er trotzdem schneller sein. Ich denke schon, ja. Wunderbar, zirkt eine